Mein Name ist Bischof Hans-Josef Algermissen. Ich bin Bischof von Fulda und wohne in Fulda, Michaelsberg 1. Das Bistum Fulda hat seine Anfänge im Jahr 744 mit der Gründung der Abtei Fulda durch Bonifatius. Bonifatius hat dann veranlasst in seinem Testament, dass er nach seinem Tod in der Abtei beerdigt wird. Wir sind in der Krypta Hüter dieses Schatzes, des heiligen Bonifatius, der ja im 8. Jahrhundert Deutschland missionierte und umkrempelte. Deutschland wäre heute ganz Zentraleuropa nicht zu verstehen ohne ihn. Der Bischof von Fulda hat immer dieses Testament des heiligen Bonifatius, des Apostels der Deutschen, zu wahren und ist damit ganz besonders mit seinem ganzen Bistum für die Neuevangelisierung dieses Landes, das zunehmend heidnischer wird, verantwortlich. Die Einheit zu wahren oder, wenn wir sie verloren haben, wiederherzustellen, das ist heute mitunter die Quadratur des Kreises. Es gibt sehr viel zentrifugale Kräfte. Wir spüren immer mehr, dass viele auch wegdriften. Selbst aus dem internen Bereich, mitunter sogar bei Priestern. Die eigentliche Aufgabe des Bischofs ist eben, der Hüter der Einheit der Kirche zu sein. Und das ist meine größte Aufgabe. Also eine prägende Erfahrung war sicherlich die aus meiner Kindheit in Paderborn. Paderborn kennt ein großes Fest, die Bori. Ich habe damals vom 5., 6., 7. Lebensjahr an immer erlebt, dass ich mitgenommen wurde zu den großen Festlichkeiten im Paderborner Dom. Und dann kam etwas, das habe ich noch heute internalisiert als das typisch Katholische. Im Paradiesportal des Paderborner Domes kamen die Weihrauchschwaden aus der großen kirchlichen Feier raus und der Jahrmarkt schickte die Düfte gebrannter Mandeln in den Dom hinein. Und die beiden Düfte mischten sich im Paradiesportal der großen Eingangshalle des Paderborner Domes. Und diese Düfte sind katholisch. Wenn ich an katholisch denke, was ist das eigentlich, was hat mich geprägt, dann denke ich daran. Katholisch ist fromm sein und Welt. Freude an der Welt und gleichzeitig Gott nicht vergessen. Ich wollte ursprünglich, bevor ich mich entschieden habe, dann erst Philosophie und dann Theologie zu studieren, Arzt werden. Vielleicht, dass ich einen Tag mal mit einem Arzt tauschte. Ich würde natürlich dann die Patientinnen, die zu mir kommen, und die Patienten nicht gerne behandeln. Ich habe ja keine Kompetenz. Aber so etwas zu tun, was ich ursprünglich nach dem Abitur vorhatte für mein Leben.